Okay, also ich habe gerade erfahren, dass ich nicht einfach jedes Lied ohne Erlaubnis für meinen Film benutzen darf. Irgendwie sowas wie Creative Commons Musik gibt es aber doch und die darf ich benutzen? Oder wie funktioniert das? Ja, Creative Commons ist eine Bezeichnung für eine Art von Lizenz, die auf einem Werk wie zum Beispiel Musik ist. Bleiben wir bei der Musik. Grundsätzlich ist jedes musikalische Werk erstmal vom Urheberrechtsgesetz geschützt. Das heißt, der Urheber, das ist die Person, die das Werk gemacht hat, hat das Sagen darüber, was, wer, wie mit seinem Werk machen kann. Da das Einverständnis einzuholen, kann aber ganz schön kompliziert werden. Es gibt aber Menschen, die wollen, dass andere Leute ihre Musik nutzen können, ohne dass sie immer erst umständlich fragen müssen. Sie haben ihre Musik dann eben unter einer von 6 verschiedenen Creative Commons Lizenzen veröffentlicht. Bei fast jeder dieser 6 Lizenzen ist es erlaubt, das betroffene Werk zu verbreiten, zu remixen, zu verbessern und darauf aufzubauen. Die 6 Lizenzen sind CC BY, der Urheber muss hier genannt werden bei der Weiterverarbeitung und der Weiterverbreitung. CC BY SA, der Urheber muss genannt werden und alle auf diesem Werk basierenden Werke müssen bei der Veröffentlichung denselben Bedingungen folgen, sprich unter derselben Lizenz veröffentlicht werden. Wikipedia nutzt zum Beispiel diese Lizenz. CC BY ND, der Urheber muss genannt werden und das Werk darf nur ohne Veränderung und vollständig weiterverbreitet werden. Sprich, du musst zum Beispiel bei einem Musikstück das Stück in voller Länge verwenden. CC BY NC, der Urheber muss genannt werden und das Werk darf nicht kommerziell genutzt werden. Das heißt, es darf nicht benutzt werden, wenn du dir damit einen finanziellen Gewinn erhoffst. Wirtschaftliche Unternehmen dürfen es zum Beispiel in ihrer Werbung nicht verwenden. CC BY NCSA, der Urheber muss genannt werden und das Werk darf nicht kommerziell genutzt werden und es muss unter denselben Bedingungen wiederveröffentlicht werden. CC BY NCND, der Urheber muss genannt werden und das Werk darf nicht kommerziell genutzt werden und es dürfen keine Änderungen gemacht werden. Es gibt auch noch die sogenannte CC0-Lizenz, die für euch am allerbesten ist. Denn das ist eine bedingungslose Lizenz. Man hat also keine der Bedingungen, die die übrigen CC-Lizenzen haben. Solche Werke mit der CC0-Lizenz sind genauso zu behandeln wie Werke der Gemeinfreiheit. Das sind Werke, die von jedem benutzt werden können, da sie das kulturelle Erbe der Menschheit darstellen sollen. Klingt ein wenig hochgestochen, aber es ist eine gute Sache. Es funktioniert so. In der Regel endet der Schutz des Urheberrechts an einem Werk 70 Jahre nach dem Tod des Künstlers und es geht in die Gemeinfreiheit über. Deswegen kann man zum Beispiel oft alte Bücher wie Alice im Wunderland bei Google Books oder ähnliches gratis runterladen. Es gibt natürlich auch ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel sind Mozarts Werke an sich nicht urheberrechtlich geschützt. Aber die Aufnahme eines Orchesters von einem Stück, das dieses Orchester dann verkauft, ist urheberrechtlich geschützt. Aber wenn du das Stück selber einspielst oder du eine Aufnahme findest, die unter CC-Lizenz steht, darfst du es unter den jeweiligen Bedingungen nutzen. Wenn das jetzt alles ein bisschen zu schnell war, können Infos zu den CC-Lizenzen hier gefunden werden. Zu weiteren Infos über die Verwendung von Musik in Filmen allgemein gibt es hier noch ein Video. Danke fürs Zuschauen!